Stallgeber. Messer immer vom Körper weg. Nie so. Immer vom Körper weg. Das habe ich gelernt. Theoretisch schirmt es ja, weil ja die Alufolie da ist. Aber ich möchte, dass der Schirm vom Stecker das hier berührt, damit es auch ein wirklicher Schirm ist. Obwohl es wahrscheinlich Quatsch ist, weil die 1150er, das ist ja die 1100er mit dem 1150er Tank, deren ihr Kabel ist nicht mal geschirmt. Das ist das Skurrile. Also bei der Verpackung von dem 3-in-1 Kaffee, der überall in Asien rumliegt, Südostasien. Man findet es überall im Graben, Straßenrand, im Fluss, überall. Da ist ja das Innenleben aus Aluminium mit so einer, die Sonne blendet ein bisschen, mit so einer Plastikschicht, Kunststoffschicht. Und ich benutze das als Schirm für den Hallgeber. Die Kabel habe ich mit so einem Tesa-Stoff-Tape, also Tesa ist die Marke, mit so einem Stofftape isoliert. Und da habe ich noch ein bisschen alten Schirm, also die Schirmleitung, und das ist der alte Schirm hier. Läuft bald andersrum, so. Weil die Schirmleitung geht hier auf den Pin 1, die geht dann irgendwo auf das Motorrad da, dass sie irgendwelche Störungen isolieren. Und man muss ja nicht das Ganze hier von der Folie entfernen, damit es leitet. Ich habe nur den Rand mit dem Feuerzeug. Ich hoffe, das geht jetzt, das Feuerzeug. Sehr stark gefüllt. Ja, schon wieder verdampft. Moment. Hier habe ich das Benzin im Schatten. Ich bin nicht Raucher, daher bitte nicht fluchen. Ich habe keine Ahnung von diesen Feuerzeugen. Ich weiß nur eins, ich hatte mal ein Zippo, also ein originales. Das konntest du nachfüllen, das hat lang gehoben. Das hier, 5 Minuten ist das Benzin wieder verdampft hier irgendwie. Keine Ahnung. So, jetzt brennt es wieder. Ich brenne nur den Rand, da sieht man. Nicht zu lange, weil dann brennt es sofort komplett weg. Weil die Aluschicht ist sehr dünn. Da sieht man es. Jetzt sieht man blankes Alu auf beiden Seiten. Es reicht ja nur, wenn der Anfang oder Anfang und Ende oder Anfang und Ende blank macht, damit man dann die Verbindung hat zum nächsten Stück. Wieder. Oder dann kann man das da irgendwie so vielleicht umklappen oder umlegen. Einfach damit es Verbindung hat. Und damit es glaubhaft rüberkommt, machen wir hier auf Durchgang. Vorher prüfen. Das ist rum. Moment, muss man Madonna die Schnauze halten. Nehme ich hier meinen Baumarkt-Voltmeter. Das ist die bessere Version. Dann gibt es so diese kleinen gelben, wo, wenn man nur die Prüfspitze anschaut, macht es so. Daher. Mein Freund möchte auch ins Fernsehen. Komm, geh. Jetzt esse ich dich.
Voltmeter, Prüfspitze, auf Durchgang prüfen, funktioniert. Macht man hier. Funktioniert. Tipptopp. So, jetzt habe ich den Schirm so ein bisschen parat. Und jetzt tun wir mal messen. Vom Stecker natürlich, die Schirmleitung. Hier ist das Gerät. Und ich stecke es. Vielleicht geht es besser dahinter. Also ich messe hier am Ende. Da ist mein Nescafé-Mantel. Siehe da. Es geht. Funktioniert wunderbar. Ding. Kommt Freude auf. Wenn dann noch der Heilgeber funktioniert im eingebauten Zustand, dann ist das gut. Aber ich muss noch die Benzinleitung reparieren, weil ich habe so Steckverbindung aus Plastik zwischen dem Tank und dem Rest vom Motorrad. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, und die eine ist zerbröselnd. Ich habe den Tank angehoben, da hat schon gemacht und das Benzin kam raus. Bevor ich das Problemkind wieder reinbaue, muss ich es testen, ob es auch wirklich geht. Weil ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte, wenn es drinne wäre und es wäre nicht gegangen. Mal 12 Volt an, wie man sieht. Und sacken ab auf 300 Milli. Das ist der eine Sensor. Jetzt haben wir beim zweiten wieder knappe 12,5 Volt. Millivolt. Das sind Gefühle. Ich schwitze wie eine Sau. Es ist wieder so warm. Aber hat sich gelohnt. Ich sag nur. Ich habe da eine BMW so Steckverbindung für eine Benzinleitung. Beziehungsweise für drei. Das ist eine geile Sache. Nur nach langem nicht auseinanderstecken. Das hier ist ganz, oder? Und die Leitung, da ist abgebrochen. Und das kommt dann hier rein. Da steckt man es zusammen. Also die Leitung kommt da rein. Ja, und jetzt ist es kaputt. Das ist scheiße. Das ist quasi die Verbindung von dem Tank zu dem anderen, damit das Benzin schön sich ausbalanciert. Macht Fett drauf.
Thank you.